Dornenstern, das wär's, ne? Ah, wär das ein Träumchen. Hunger, 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 ich will was fressen. Woher sollen wir das wissen? Man springt durch, kriegt die Schriftrolle. Selbst wenn man es dann nochmal probiert, zwei, dreimal und immer wieder der gleiche Rotzkind. Woher soll man das wissen, dass man einfach 100-mal dagegen springen muss, hä? Die anderen wachen halt auch nicht auf, ne? Oh. Hallo, ist gleich im Arsch? Nein, ist er nicht. Boah, Dornenstern, das wär's, ne? Ah, wär das ein Träumchen. Belums Tempel. Nein! Runter da. Mano. Ach, komm on. Bleib stehen. Warum musst du jetzt wechseln, hä? Lass mich doch rein. Break hard. Der hat mich geschubst. Ich kenne nicht in den Drecksmonsterschlupf. Was soll das? Jetzt aber, oder? Jetzt bin ich wieder hier. Aber da, was soll ich da? Was wir sagen? Und da fehlt doch was. Hier hoch. Und na? Nächste Seite. Gibt's ja nicht. Ah. Okay. Ich weiß, was wir machen müssen. Oh. Ernsthaft. Das ist doch aber kacke. Woher soll man das wissen, dass man an die andere Statue immer so oft dran dagegen springen muss, hä? Hololololo. Ja, das sind wir hier, da gehen wir weiter.
Da runter? Jo. Das ist recht. Guck mal. Kann ich eigentlich da auch eine Kiste? Ach, leck mich. Das ist schon wieder so ein Geist. In der Halle. Hunger, 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 ich will was fressen. Woher sollen wir das wissen? Man springt durch, kriegt die Schriftrolle. Selbst wenn man es dann nochmal probiert, zwei, dreimal und immer wieder. Der gleiche Rotzkind. Woher soll man das wissen, dass man einfach 100 Mal dagegen springen muss, hä? Oh. Das ist schon gemein. Da ist er ja. Oh, ihr seht richtig lecker aus. Zeig für ein kleinen Imbiss. Du kennst uns doch. Dun, 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 dun. Boom. Wow, Peach macht im Vergleich zum Bowser gar nicht mal so schlechten Schaden. Ernsthaft. Ich kann nicht von Statuseffekten heilen. Was soll das? Ah, nehmen wir einfach mal Geno. Einmal abschnappen genügt und schon kann ich Feinde klonen. Nein, sie selbst. Zum Anbeißen sieht ihr aus. Wie du wohl schmeckst. Nein, ihr habt Mario gefressen. War total sauer. Jetzt schläft er. Passt mal auf. Mario-Klon. Wie viel hält der aus? Scheiße. Wow. Mario ist wieder hier. Jawohl, jetzt platt. Ernsthaft, alle? Oh boy. Okay. Meinetwegen. What the fuck? Es ist echt bitter, aber Malo, du bist der Einzige, ne? Der noch irgendwie fit ist. Ich kann gar nichts. Zum Anbeißen sieht ja aus. Wie du wohl schmeckst. Wir haben nicht köstlich. Pass mal auf. Ja. Aber Malo ist wieder da, oder? Ja. Sollst eigentlich nicht viel aushalten. Ich hasse euch alle. Ich sollte.
euch aufwecken, ne? Jawohl. Ansonsten wird das nichts. Gut, dass wir immer voll sind. Oh, 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 oh. Mario, klatsch in eine. Jawohl. Arme Mario heilen. Ich hoffe, Prinzessin Peach wacht jetzt gleich wieder auf. Alle pennen. Was ist das für ein scheiß Gegner, Mann? Ich kann halt nichts machen. Also langsam. Prinzessin Peach, du bist diejenige, die am meisten pennt. Du dürftest langsam wieder aufwachen. What the fuck? Mario is down? Oh. Mario, komm wieder zurück. Ich hasse euch alle. Boah, was für ein ätzender Gegner. Die anderen brauchen halt auch nicht auf, ne? Hallo, oh, ist gleich im Arsch. Nein, ist er nicht. Ich hoffe, der ging bei die Blumenpunkte aus. Ah, Prinzessin Peach ist wieder da. Oha. Fräulein Madame, was geht denn jetzt ab? Hä? What the fuck? Ja, weißt du was? Ich möchte echt mit dir wechseln. Endlich mal wieder Schaden machen. Items. So, dankeschön. Du kriegst einen KP-Ring. Oh, langsam. Kriegen wir wieder die Oberhand. Zum Anbeißen sieht ja aus, wie du wohl schmeckst. Jetzt kriegen wir so einen fucking Klon etwas bitter. Aber gar nicht mal so übel. Passt mal auf. Ja, ist auch ein Stöckchen, ne? Alle mal auf Genoklon. Mario heim. Dass die uns jetzt nicht schlafen legt, hä? Das wäre doch jetzt seine Chance. Wir hätten Klon, wäre zu zweit und wir würden alle ins Heierchen gehen. Nein. Oh, zweimal daneben. Das ist gut. Oh, nicht schon wieder ein Klon, Mann. Und schon wieder Geno. Der hält was auf. Pass mal auf. Ja, ja, ja. Und? Wie viel macht es?
170, 190. Oh, geilo. Items. Nein, nicht komplett. Moment, ne, ich kann ja noch mal einmal hernehmen. Techniken brauchen wir jetzt noch nichts. Jawohl, ja. Geile Attacke. Prozent, weißt du was? Sternenschock nutzen wir, denn wir brauchen das, bevor dass der uns wieder all in die Haie schickt. Es wird zum Kotzen. Oh, nicht schon wieder! Ich verhungere. Oh ja, auf nach Hause zum Abendessen. Bis dann, Leckerbissen. Ah, oh, Gott sei Dank. Puh. Tada! Level up. Oh. 23, 28. Okay. Und Bowser. Erdkracher. Das kann nützlich sein. Bowser hat echt die schwächsten BP-Angriff. Machen wir den. Oh, wir sind voll. Geil. Jump. Wieder Wasser. Nein, nicht mal. Ach, wem haben wir denn hier? Oh, tat ja mal wieder. Die Röhre hier führt nach Monsterschlucht, wo ich zu Hause bin. Wir sehen uns dann dort. Wie bist du am Bellum vorbeigekommen? Kannst du mir das sagen? Monsterschlupf, ja. Ah. Da ist ein Laden. Hereinspaziert, hereinspaziert. Momentchen nur, bin sofort da. Ach du stachliche Güte. Um Hilda. Oh, ein Monsterschlupf. Was hast du denn hier verloren? Meister Bowser, eure Bissigkeit puh, ist ja ganz schön lange her, also. Es tut mir echt leid, dass ich euch im Stich gelassen habe. Und so, es ist nur so, ich hatte einfach viel zu viel Angst, gegen Schmiedrich zu kämpfen. Und seitdem ist auch unheimlich viel passiert. Nun leite ich diesen Laden hier. Ich hab's weit gebracht, irgendwie. Wartet, ich zeige euch meine Kleinen. Hey, ihr, kommt mal rauf und sagt Onkel Bowser guten Tag. Zeigt, wie gut ihr erzogen seid. Oh. Tag, Onkel Bowser. Für euch kämpfen kann ich zwar nicht mehr, eure Gnadigkeit, aber dafür kann ich euch hier mit nützlichen Items versorgen. Und ich hoffe zu einem guten Preis. Wenn ich euch hier ausstatte, dann könnt ihr mir ja vielleicht verzeihen. Ist gut. Keine Entschuldigung nötig, Gummhilder. Ich habe nun sogar brandneue Scherben, mit denen erobere ich meine Festung zurück. Mach dir keine Sorgen. Eigentlich ist er ja ein netter, der Bowser. Leb dein eigenes Leben, ja? Und ich wünsche dir nur das Beste. Wir wollen Onkel Bowser helfen, dürfen wir, Mama? Bitte, bitte. 1048. Pilz. Und wie willst du uns jetzt helfen, hä? Huh? Alter, du hast nur ein fucking... Oh. Hast du was anderes? Ah, okay. Ja. Reinigungssäfte brauchen wir wieder.
schweineteuer. Stachelhund? Ja. Ja klar. Mutpanzer, natürlich nur Sachen für Bowser. Was mit uns? Verkaufen. Einmal den weg. Und Happy Panzer auch weg. Hilf mir, Mama. Was habt ihr? Brauch kein Schwein. Da ist was zum Speichern versteckt, ihr Schweine. Was gibt's da? Ah, wer tritt da ein? Tut mir leid, aber Sensei ist nicht hier. Ich werd verrückt. Gute gepanzerte Güte. Wo doch du her? Wahrscheinlich sind alle neu jetzt. Meister Bowser, eure Stachlichkeit. Wie lange ist es her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben? Ich lerne hier im Dojo die Kunst des Kampfes unter der Anleitung von meinem großen Sensei, er heißt Jitsu. Ihr müsst wissen, eure Jähzornigkeit, schon damals, als ich euch auf eurem Feldzug diente, da wusste ich, dass ich Schmiedrich nie die Stirn hätte bieten können. Daher bin ich nun hier und lerne, aber eines Tages, da werde ich zurückkommen und euch stolz machen. Das verspreche ich. Gut. Aber sorg dich nicht wegen mir, klar? Dazu habe ich auch brandneue Schergen und wir werden meine Festung zurückerobern. Du bleibst schön bei deiner Sache hier. Trainiere und lerne, als gäbe es keinen Morgen. Mein Sensei ist im Moment nicht da, aber er müsste bald wieder da sein. Würdet ihr bis zu seiner Rückkehr vielleicht eine Herausforderung von mir annehmen und ein Ründchen mit mir kämpfen? Egal. Super, einfach werde ich es euch nicht machen, damit das klar ist. Los geht's! Oh no, meine Aufstellung. Platscht in eine! Ah, der macht so gut Damage. Einmal Mario heim. Super Kracher. Uff, wie stark. Oh, hat er aufgegeben. Ups, na das war wohl zu erwarten. Du hast es eben echt drauf, Mario. Budo, trotz deiner Unerfahrenheit hast du dich gut geschlagen. Ach, da ist der Meister. Sensei, da wart ihr die ganze Zeit hier, nicht wahr? Aha, du hast also mein Ki gespürt. Nicht schlecht für einen neuen Schüler. Nee, der hat jetzt einfach bloß gesehen. Wow, ist der schnell. Euer Kampfstil ist nicht so unbezwingbar, wie ihr vermutet. Fordert mich, so ihr ihn auf die Probe stellen möchtet. Ich akzeptiere jederzeit eine Herausforderung zum Kampf. Möchte mich herausfordern? Und eh klar. Na gut, wir wollen sehen, wie es wirklich um eure Kampftalente bestellt ist. Heia! Ah, wir haben schon wieder die gleiche scheiß Aufstellung. Haha, daneben, Loser. Check, du Kombo. Oha. Nicht schlecht, Herr Schmicht. Wow. Kaboom, Wechsel, dann nehmen wir Peach.
Wechsel. Was hat da wieder? Ich hab mir schon gedacht, hä? Wo ist er denn? Und? Heilung. Tada! Gut, Schuss. Oh oh. Ich möchte ihn eigentlich schon bezwingen. Peach einmal Gruppen knuddeln. Hey, Mann, der ploppt keine Prinzessin, was soll das? Wow. Nein, du kannst doch nicht daneben schmeißen. Du auch nicht. Boah, ey. Gefahr. Oh, heil dich. Ich frag mich, ob wir den besiegen. Verbrauch 12. Die Erde bebt, drücke A, während der Steinpilze die Erde durchbrechen. Wow. Krass. Dafür haben wir so viel Blumenpunkte verbraucht. Ha, einfach unglaublich. Wir haben durchgehalten, wir waren tapfer. Ich habe euch unterschätzt. Eure Kampfkunst kann sich sehen lassen. Doch rühmt euch nicht allzu sehr, denn meine Niederlage war Absicht. Nun fordere ich euch. Ich von euch Revanche. Sollen wir? Ich weiß nicht. Nee. Was gibt's da?